erinnern. Oder das war Gerhard Scherz, der war, ist eigentlich ins Auge gegangen. Er hat mal, wir waren beim Turnwagen-Europameisterschaftslauf, also auf jeden Fall war es in Italien, das weiß ich, EM-Lauf für den Schnitzer und vielleicht 10 Minuten vor dem Start schütten wir da Gerhard hinten in Overall so aus so einem Behälter Seifenflocken rein, Waschpulver, zum Autowaschen. Ja. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, was passieren wird. Und ich habe in den Start fahren müssen und musste nach etwa eineinhalb Stunden wären wir gefahren, nach einer Stunde musste ich reinfahren, weil der Schaum aufgestiegen ist durch Schwitzen, hat sich, also ich, das war über den Helm, ins Gesicht rein, überall den Schaum gehabt, habe an die Box fahren müssen, der Charlie war bis daher satt. Das denke ich, für wen also, ist der Berger, für wen ist der gefahren? Also so kann, sind seine Scherze auch oft ins Auge gegangen. Ja, klar, gut, wenn man da nicht so eingreift. Aber im Nachhinein klingt es lustig, ehrlich gesagt. Ja, okay, heute kann ich lachen.